sehr, sehr interessanten Fall. Wir haben einen BMW E87 hier und beim Beschleunigen, also bei ganz normal Fahren, haben wir ein folgendes Problem. Ihr merkt das schon. Er ruckelt ganz halt, als hätte er Fehlzündung oder als würde uns irgendwas von hinten halten und immer wieder loslassen, halten, immer loslassen. Und da ist das schon. Ja, beim Beschleunigen kommt diese Lampe, ESP greift ein und dann beschleunigt er immer nicht. Und dann machen wir Folgendes. Einmal DCC ausschalten und das Ding läuft wieder ganz normal. Das ist ein sehr, sehr bekannter Fehler bei dem Modell hier. Es handelt sich um einen ABS-Sensor. Mal sehen, wenn man das schön macht. DCC aus. Die fährt ganz normal an, wie jetzt wieder. Jetzt leuchtet das wieder. Der greift wieder ein. Und dann beschleunigt der wieder nicht. Dann beschleunigt der nicht. Hier sieht es eigentlich nicht so schlimm aus. Aber wenn man jetzt auf der Autobahn wäre und man fährt jetzt 130 und der bremst das ganze Zeit immer wieder ab auf 80, auf, ja, und dann hat man ein Problem. Ne? Wie gesagt, das ist immer ein Problem bei BMW, das ist der ABS-Sensor. Na, guck mal, jetzt macht er das wieder nicht. Siehst du das? Ja, jetzt macht er es wieder. Jetzt wieder nicht. Jetzt macht er es wieder. Wie gesagt, DCC aus. Das Ding läuft wieder ganz normal. Wir werden ihn jetzt auslesen, aber ich bin mir sicher, ABS-Sensor. Und bei denen sage ich auch immer, ich weiß nicht warum, aber egal wie oft ich das hier gemacht habe, es ist immer hinten links. Ne, immer? Ja. Immer hinten links. Ich weiß nicht warum, ob das. Ah ja, guck mal. Ich weiß nicht warum, aber wir werden mal auslesen und ich bin mir zu 90% sicher hinten links. Oder hinten. Egal, aber hinten links, sag ich. Ich sag hinten links, du? Ich sag hinten links. Okay, mal schauen. Auslesen einmal. So, Raddrehzahl hinten links. Hab ich da gesagt? Immer hinten links. Keine Ahnung warum, weshalb, wieso. Hinten links. Jetzt werden wir den ABS-Sensor ganz kurz ausbauen, den neuen rein und dann werden wir nochmal eine Probefahrt machen und schauen, wie der läuft. Was ist eigentlich DDC? DDC ist ganz einfach erklärt. Es ist Dynamik, Traktionskontroll. Ne? Ist für die Fahrstabilität geeignet. Ne? BMW, sportlich fahren, werbt ja sehr viel dafür. Aber das Problem, ihr kennt das ja, ABS geht an, ESP geht an. Ihr seht das im Display, ihr könnt ganz normal weiterfahren. Nur, ihr habt das nicht mehr. Bei dem DTC ist es ganz anders. Bei DTC habt ihr genau das folgende Problem. Sobald das aktiv ist, zieht der Wagen einfach nicht mehr. Weil die Fahrleistung, ihr müsst euch vorstellen, der ABS-Sensor oder DTC-Steuergerät in dem Fall, gibt Signale an das Steuergerät und sagt, ey, wir haben ein Problem, der Wagen dreht durch oder wir rutschen gleich. Und was passiert? Die Fahrleistung wird drastisch gedrosselt. Das heißt, ihr habt einfach keine Leistung mehr. Und in dem Augenblick könnt ihr kein Gas mehr geben. Ist der Fehler weg, könnt ihr wieder Gas geben. Ist der Fehler da, könnt ihr kein Gas geben. Und deswegen ja auch DDC, ihr macht den DDC aus, deaktiviert in dem Augenblick, dann könnt ihr weiterfahren. Aber ihr merkt dann in dem Augenblick, ihr habt nicht volle Fahrleistung. Deswegen ABS-Sensor. Und bei den Sensoren, ganz wichtig, der Sensor ist jetzt von ATE und wir bauen auch ATE ein. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil viele bauen sich Sensoren ein, die holen das von eBay. Ich bin auch ein eBay-Freund, ich hole auch sehr viele Sachen von eBay. Aber echt, schreibt das hinter den Ohren, Sensoren, versucht es immer original zu holen. Das ist ein Tipp von mir. Deswegen, ein billig ABS-Sensor habe ich schon so oft bei so vielen Leuten gesehen, bringt nichts. Und bei BMW erst recht nicht. Bei dem Modell sowieso nicht. Deswegen immer original, das ist mein Tipp. Wir bauen das jetzt ein, der neue kommt gleich. Wir bauen den ein und dann fahren wir nochmal Probe. Bis gleich. So, ABS-Sensor ist drin. Wir fahren schon jetzt ein paar Kilometer und es macht gar nichts mehr. Also ABS, DDC arbeitet so, wie es sein muss. Es greift nicht mehr ein. Fehler ist behoben auf jeden Fall. Lag an den ABS-Sensor. Also wenn ihr mal sowas habt, ABS-Sensor auf jeden Fall wechseln, dann habt ihr es nicht mehr. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen. Wenn ihr, falls ihr ein gleiches Problem habt, wisst ihr jetzt, warum. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Liken und abonnieren nicht vergessen. Bitte ja. Tschüss.